Beispiel. Ja, Hani, ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die mich beschäftigt. Die ist sehr kompliziert, ich komme nicht ganz draus. Vielleicht ihr, und sonst schauen wir miteinander mal schauen. Ich habe aber auch mich mitgebracht, wo ich merke, wenn ich bin. Und ich bin wieder überrascht, wenn ich nicht das mache, was ich eigentlich will. Was für Gedanken ich habe über Sachen, die ich nicht gut finde, und doch drin sind sie da. Also wie das, was ich mir wünsche und was eigentlich theoretisch gut ist, nicht mit dem zusammenpasst, was ich theoretisch lebe. Und diese Spannung beschäftigt mich. Und merke, wenn du mit dem Predigteam austauscht, über verschiedene Themen zu schwätzen, und dann hat das Predigteam gesagt, hey, man sollte wirklich nochmal das Thema aufgreifen, Identität. Weil wenn man das versteht, können wir die anderen Themen besser verstehen. Und so möchte ich euch heute mitnehmen in die Thematik Identität hinein. Und ja, mal schauen, wie wir kommen. Ich gebe euch eigentlich mal so ein paar Werkzeuge in die Hand, ein bisschen einen Einblick. Aber nachher, was es in der Praxis heisst, möchte ich gerne euch zu Wort holen und gar nicht nur mich. Aber ich fange mal an, ich mache es vielleicht einfacher. Wer sind wir, hat uns gefragt. Und ich war vor 2 Wochen in einem Seminar dabei gewesen. Dort hat ein Theologe, ein FG-Theologe, der Stefan Schweier, Dr. Stefan Schweier, wunderbar etwas erklärt. Ganz simpel, aber wirklich super treffend. Er hat gesagt, schau, als Mensch bist du nicht Gott. Das heisst, wenn du nicht Gott bist, musst du nicht alles im Griff haben. Wie Gott hat alles im Griff. Als Mensch musst du nicht die Übersicht haben und alles verstehen, wie du bist nicht Gott. Einerseits befreiend, andererseits erschreckend, so etwas zu hören. Als Mensch sind wir auch nicht Tier. Ein Tier ist sehr oft ein Opfer von seinen Umständen, ein Opfer von seinen Gefühlen, ein Opfer von seinen Trieben. Wir Menschen sind das nicht. Sondern wir sind gesetzt zwischen Gott und zwischen den Tieren etwas, was Gott zwischen ihnen gemacht hat. Wir sind wie Gott, wir sind aber nicht Gott. Wir sind geschaffen, zum Teil wie Mensch, wie Tier, und doch nicht ganz. Wunderbar. Das ist ein Wecker, wo man aufstehen muss. Jetzt muss ich gleich schauen, wo ich durchgegangen heute. Genau, ich habe einen spannenden YouTuber gehört, der hat das recht schön auf den Punkt gebracht, wie es eben aussieht, der Nathanael Bubenzer. Und er hat es recht treffend erklärt. Er hat dann von einer Tomatensuppe geredet und gesagt, wir Menschen sind wie eine Tomatensuppe. Du isst davon und findest sie gut, manchmal auch nicht, aber du kommst nicht raus, was alles drin ist, warum das so gut ist. Weil das Geheimnis hat oft die Grossmutter für sich behalten, welche Kräutchen sie gemischt hat und welche nicht. Und oft stehen wir ein bisschen so vor uns da und merken, irgendwie schmeckt es sehr fein, aber ich weiß nicht warum. Oder irgendwie schmeckt es versalzen, aber ich kann nicht genau sagen, was ist jetzt gewesen. Und um herauszufinden, was da wirklich drin ist, ist das Prinzip relativ einfach. Man fragt die Grossmutter und sagt, Grossmutter, was ist da drin? Und genau das Gleiche können wir eigentlich bei Gott machen und sagen, Gott, wie hast du uns gemacht? Wie ticken wir? Wie sind wir? Also, am Anfang, und ihr kennt das von mir, wenn man etwas erklären muss, fangen wir vorne an. Und vorne heisst halt dort, wo Gott uns Menschen gemacht hat und alles rundherum. Er hat die Schöpfung gemacht, er hat zuerst Pflanzen gemacht. Pflanzen sind Leben, das er geschaffen hat. Ein Leben, das lebendig ist, das gut ist. Und er hat das einfach gesprochen, hat das gemacht. Faszinierend. Es lebt. Nachher hat Gott Tier gemacht. Tiere sind genauso lebendig, aber irgendwie noch ein bisschen mehr. Man merkt, dass Tiere mehr können als nur Pflanzen. Pflanzen haben Körper, Materie, die lebt. Es gibt auch tote Materie, dann merkt man, dass Pflanzen nicht mehr lebt. Und Tiere haben mehr, sie haben, man kann sagen, einen Blutkreislauf. Also einerseits da der Körper, der lebt, und andererseits hat das Tier irgendwie noch mehr Sachen. Weil gerade ein Hund, darum habe ich einen Hund genommen, kann man mehr kommunizieren, interagieren, da läuft etwas, da kann man eine Beziehung aufbauen mit einem Hund. Total faszinierend. Es hat mehr in einem Hund rein als nur einfach das. Ja, man könnte sagen, da ist etwas wie eine Seele rum. Ein unsichtbarer Teil vom Körper, in dieser Form von Definition. Da sind Bedürfnisse rum vielleicht, da sind Wünsche, Emotionen, da sind Sachen da, Zuneigung, das hat alles Tier genauso. Ein Mensch hat aber noch etwas mehr drin als nur das. Interessant ist ja da, mit der Bibel anschauen, 1. Mose 2, 7, wo der Mensch geschaffen wird, nimmt Gott
Erde und schafft den Mensch. Also aus der Erde. Und jetzt wird es interessant, für die, die gerne Hebräisch haben. Im Hebräischen nennt sich der Mensch eigentlich, oder Gott sagt dem Mensch, sage ich es richtig, ja, Adam. Also das ist ein A, das ist ein D und das ist ein M. Adam, man liest es da durch. Genau, so dann gerade ein Hebräisch, wie bist du doch schön. Auf jeden Fall heisst der Mensch Adam und Adam heisst eigentlich auch rot oder rote Erde. Heisst alles das gleiche Wortfeld im Hebräischen. Rote Erde, rot, Erde, aus der Erde geschaffen. Oder, wenn man das sogar abkürzt und das, den Buchstaben abkürzt und nur noch von Damm redet, das heisst Blut. Auf Hebräisch. Und das Aleph, vorne drin ist übrigens noch Gott, der dazu kommt. Also irgendwo hat das Gott hat das Blut geschaffen oder Gott mit Blut im Zusammenhang. Gott hat es errichtet, Gott hat es gemacht. Unser Körper. Und der ist gut. Der hat Gott gemacht und gesagt, es ist gut. Sehr oft kommen wir manchmal das Gefühl rein, unser Körper ist nicht gut oder wie wir sind, ist nicht gut oder nicht richtig gemacht. Nein, Gott hat uns gemacht und er sagt, das ist gut. Der Mensch braucht einen Körper zum Leben. Sonst fühlen wir uns nicht wohl. Das ist ganz normal. Wenn wir einen Körper haben, können wir es ausdrücken. Wenn wir unseren Körper uns annehmen, dann fühlen wir uns wohl und dann können wir es ausdrücken, was in uns innen ist. So genau wie im Hund, was die Seele ist, was da ist. Und um das auszudrücken, brauchen wir einen Körper, der uns Ausdruck gibt. Interessant ist, der Körper übrigens brauchen wir nicht nur da, den brauchen wir auch in Ewigkeit. Und da kommt die komplizierte Stelle, 2. Korinther 5. Also dürfen wir gerne mal darüber nachsinnen. So, wir fangen gerade vorne an. So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die vom Himmel stammt, und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir im neuen Körper angezogen sind, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo uns vieles bedrückt, wo wir seufzen, voller Sehnsucht, möchten wir den jetzigen Körper am liebsten schon gar nicht mehr anziehen, sondern den zukünftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Es geht nachher weiter, mal bis dahin. Der Paulus versucht zu erklären, dass da wie der Körper ist, und jetzt gibt es den neuen Körper in der Ewigkeit, den wir gerne haben würden. Das ewige Leben, sagen wir manchmal schon. Wir würden dem liebsten gerade darüber anlegen, über das, was wir haben. Also das Neue, das kommt, möchten wir irgendwie drin nehmen. Und dann erklärt der Paulus, das geht nicht. Weil es wird verschlungen vom Alten sonst, das hat gar keinen Wert. Also anders formuliert, ich versuche es mal zu zeichnen. Wir haben unseren Körper und wir haben da unsere, ich sage jetzt mal, unsere Seele, die da drin ist, unsichtbarer Teil von unserem Körper. Und jetzt kommt der neue Körper, der geschaffen ist, den Gott gemacht hat. Und wir würden den am liebsten nehmen. Auch den findest du übrigens bei Adam und Eva. Nachdem der Mensch geschaffen ist, kommt er und bläst ihm den Atem ein, den Ruach. Der Atem, der Wind, das Leben, der Geist. Das ist alles das gleiche Wort wie im Hebräischen. Das heisst, Gott kommt und bläst das ein. Und ich sage jetzt, begegnet uns da drin. Durch das, unser Körper, der da ist, trifft es plötzlich noch etwas mehr und es entsteht etwas Größeres, der Geist von Gott, der kommt und uns berührt, lebendig macht, aktiv macht. Nachher kommt der ganze Sündenfall und da geht es um das, dass die falsche Farbe mitgenommen, dass eigentlich das da, der Geist, der gekommen ist, wie abgestorben ist, wie tot ist, wie schläft. Ich habe das schon mal versucht zu erklären und es ist schwierig, in Worte zu fassen. Also das, was ich euch heute erkläre, könnt ihr nicht nur mit dem Verstand ergreifen. Gell? Versucht es, ja, mit dem Geist zu ergreifen und nicht mit dem Verstand, weil es ist eine Dimension, die über den Verstand ausgeht. Also, wir haben das ist abgestorben und in dem Sinn sind wir eigentlich tot gewesen. Natürlich, der Körper lebt weiter und die Seele in dem Sinn lebt auch weiter und ist da, aber es fehlt etwas.
Vielleicht sage ich, das ist ein bisschen komisch, jetzt komme ich nicht ganz raus beim Bild. Ich versuche noch zwei zu geben, vielleicht hilft es euch eher das Bild. Und zwar das Bild vom Tempel. Der Tempel gibt einen Tempelhof, einen Aussenhof, und dann gibt es das Tempelgebäude in sich. Das ist da. Das Ganze nennt man Tempel. Das von außen und das drinnen. Und interessant ist, in dem Innen gibt es nicht nur ein Heiligtum, sondern da hinten ist noch ein Allerheiliges. Man könnte sagen, ja, das ist eine Art Geist. Das ist deine Seele und das ist der Körper, jetzt in diesen Worten, die wir kennen vom Griechischen herkommend. Sichtbar ist aber das Gebäude. Es ist nicht das Allerheilige sichtbar, das ist im Gebäude innen verborgen. Ob jetzt Allerheilige drin ist oder nicht, siehst du von außen nicht. Es ist nicht sichtbar. Du siehst nur das Gebäude und sagst, ja, da ist etwas. Und so geht es jedem Mensch. Von weitem her siehst du nur das aussen, den Körper. Und wenn du näher kommst, merkst du, da hat es noch etwas drin. Genauso, wenn wir anderen Menschen näher kommen, merken wir, da gibt es mehr als nur einen Körper. Da gibt es einen Menschen, der verletzt sein kann, der traurig sein kann, der fröhlich sein kann, der etwas will. Das ist das, was wir plötzlich voneinander können, ich sage jetzt, die Seele ergreifen. Und dort drin ist eigentlich etwas da, was drin wohnen soll. Gott selber. Er möchte da innen wohnen im Allerheiligen. Er möchte in uns innen wohnen, in uns drin. Darum sagt nachher der Paulus anderen, wir sind ein Tempel von Gott. Wir sind sein Tempel. Er darf in uns Wohnung haben. Er darf unser Ich bestimmen. Er darf unser ganzes Ich bestimmen. Vielleicht hilft dir das Bild. Jetzt kommt vielleicht die Frage auf, wo ist denn jetzt genau die Seele? Was macht es aus da drin? Wo ist nicht nur die Seele, sondern wo ist das Ich? Ist das Ich jetzt der Körper? Ist das ich habe es jetzt da gezeichnet, meine Seele? Oder ist das Ich, mein Geist, der auch da irgendwo ist? Was ist ich? Oder ist ich aussen dran und das hat einen Teil davon? Ich bringe noch ein drittes Bild, weil ich vermute, eines von denen hilft dir, zum Verstehen, wie wir funktionieren. Das kennen wir wieder eher nämlich. Habt ihr das schon gehört davon? Das sind wir als Mensch, gell? Und dann tun wir uns da gerne dritteln und sagen, das da ist der Geist, das da unten ist die Seele und das ist der Körper. Und das Ganze bin ich. Ja und doch nein. Ich finde das Bild nicht schlecht. Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Seele, ich bin nicht der Geist, ich bin nicht auf dem Kreis, sonst ich steht da im Zentrum. Oder anders gesagt, wer gerne Mathematik hat oder Geometrie, der Mittelpunkt ist ich. In der Mitte vom Ich bin ich. Aber das Ich ist nicht da außen ein Punkt, gehört nicht dazu. Es ist kein Teil vom Körper, es ist kein Teil von der Seele, es ist kein Teil vom Geist, sondern es hebt alles zusammen, es bestimmt die Mitte von allem drei. Es ist nicht die Seele, es ist nicht der Körper, es ist nicht der Geist, das Ich. Aber es ist der Mittelpunkt, wo die drei in eine Harmonie bringen, wo das Gesamte ausmacht. Also, egal welches Bild ihr nehmt, ob ihr mit dem arbeitet, mit dem oder mit dem, das Ich können wir nicht definieren, die Identität. Wir können sie nicht festmachen, aber es hängt mit diesen drei zusammen und es definiert die drei. Ich gehe nochmal zurück zu dem Bild, für heute zumindest, und erkläre es von dem. Entweder kann ich sagen, ich kann das rot durchstreichen, weil nicht alle immer daran denken. Wenn du aber Jesus kennenlernst und dein Leben ihm gibst, kommt der Heilige Geist und erfüllt deinen Geist wieder neu. Das heisst, es ist dann da. Wir gehen uns davon aus, vom Christ oder vom Mensch, der nicht Christ ist, der Jesus nicht kennt, der kennt das und der kennt das. Und der empfindet etwas von dem da. Dass da irgendetwas Geistliches da ist. Ich kann es aber nicht definieren. Er versucht, das zu definieren und zu sagen, wer bin ich? Und da kommen von außen Sachen. Zum Beispiel kommen Eltern und sagen, hey, du bist im Fall das und das.
du bist so gut im Sport, du bist eine Sportlerin. Oder ein Nachbar kommt und sagt, du bist so hilfsbereit, du bist ein Helfer. Und das alles hören wir durch unsere Ohren, vom Körper, und es geht zu uns rein und wir merken, ah, ich bin das, ah, ich bin das. Das ist prägt von draußen. Und wir nehmen es an. Es gibt auch negative Gedanken. Du bist so ein Lügner. Ach, du bist so unzuverlässig. All diese Sachen sind Zeugs, die wir hören. Und wir können unsere Ohren auftun und das annehmen. Und das wird da innen unser Ich, was wir sind. Irgendwo fängt es an, ach, ja, stimmt, ich bin. Man kann es körperlich sagen, du bist so unsportlich. Dann merkst du, ja, stimmt, ich habe müde Beine, ich bin wirklich unsportlich. Das Ich hat immer einen Einfluss auf die verschiedenen Sachen, gell? Aber wir glauben es, wie es von außen hinkommt. Gott kommt auch und gibt uns etwas. Er ist gekommen, ursprünglich, und hat gesagt, schau, ich gebe dir, ich zeige dir, wer du bist. Ich hauche meinen Geist dir ein und ich sage dir durch das, wer du bist. Und diese Sprache ist halt die andere. Das ist nicht die, die von außen herkommt, sondern es ist die, die von Gott herkommt. Er kommt und zeigt uns, was wir sind, deine. Das hören wir aber nicht mit den Ohren, wie das kommt über eine Dimension hinein, die direkt, wo ist sie eben, in unsere Identität, in unsere Seele, in unser Ich hineinkommt. Das geht nicht über die Ohren hinein, das schaffen wir nicht. Sondern es ist ein anderer Weg. Die Bibel redet im Alten Testament, und redet vom hebräischen Denken, vom Herz. Im Hebräischen redet man immer vom Herz und vom Leib, oder vom Herz und vom Körper. Und ja, im griechischen Denken haben wir eine Seele, haben wir einen Geist und haben wir einen Körper. Und im Hebräischen haben wir den Körper oder das sichtbare und unsichtbare Herz. Und das gehört irgendwie so zusammen. Man kann es nicht ganz definieren. Man kann es eben auch nicht ganz trennen. Aber man kann am Ende sagen, es gibt Sichtbares und Unsichtbares. Und das ist das, wo nachher zum Beispiel die Stelle von David, wo Gott sagt, hey, zum Samuel, schau, ich schaue nicht, was vor Augen ist. Ich schaue, was im Herzen ist. Ich komme von der Seele, vom Geist, das, was Realität ist, und definiere, was für das Sichtbare die Realität ist. Das Ich, das ich jetzt hier hineingesetzt habe, kann man auf diesem Bild theoretisch da trainiert setzen. Mit zu trainieren. Dort, wo all die drei Sachen zusammenkommen. Wo unser Geist, Körper und Seele zusammenkommen, in die Mitte kommt das. Und wir lassen das entweder definieren von Sachen, die kommen, oder wir lassen es definieren von dem, was Gott sagt. Es heisst nachher zum Beispiel, was Jesus alles über uns sagt. Doch, nimm dir. Wir wissen, 1. Johannes 5, Vers 18, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Eine steile Aussage, und man sagt, was, das geht doch nicht. Ich bin doch von Gott geboren, ich bin doch ein neuer Mensch, ich habe doch Jesus kennengelernt, aber ich sündige, das stimmt nicht. Wie gehen wir um mit dem? Und dass ich fange nachher an zu überlegen, ja, ist das jetzt wahr oder ist das wahr, was ich vorne höre? Und das ist unser Kampf, den wir immer wieder in den Händen haben, unsere Identität. Definieren wir uns über das, was ich höre, was ich spüre in dem Körper? Oder definiere ich mich von dem Unsichtbaren, was Gott über mich sagt, von dem Geist? Wenn Gott sagt, hey, du sündigst nicht mehr, stimmt das jetzt? Und da kommt der Glauben ins Spiel. Wem glaube ich? Glaube ich dem, was Gott sagt, oder glaube ich dem, was die anderen um mich herum sagen? Oder vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn wir neu geboren werden durch Christus,
Und das passiert, wenn wir ihn annehmen und sagen, hey Jesus, ich merke, mein Leben funktioniert nicht, ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Sünden. Dann kommt er, macht uns frei und etwas ganz Neues fängt an. Ich habe dann eine andere Übersetzung genommen, die noch genauer ist. Und dort heisst es so schön, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Es ist alles neu geworden. Und das hat mich recht fasziniert. Ich merke so, alles neu? Nein, ich mache es wie der Paulus. Jetzt bin ich wieder reden, im Bild vom 2. Korinther. Ich habe meinen alten Körper, mein altes Ich, mein Problem. Und ich will den neuen Körper darüber anziehen. Die neue Identität. Aber der Paulus sagt, es ist alles neu geworden. Ich muss nicht den alten Körper behalten und darüber reden. Oder mein altes Ich. Übrigens, so ist das, wie die Taufe immer kommt. Du musst sterben, um mit Christus zu verstehen. Das alte Ich muss sterben, wir müssen es loslassen und sagen, stimmt, ich bin jemand Neues in Christus. Und dort tun wir sehr gerne einfach das Neue darüber reinziehen. Anstatt das Alte wirklich ablegen. Und so fängt das Alte von daher kommend uns zu bestimmen, anstatt das Neue zu bestimmen, was Jesus sagt. Jetzt geht es zurück zu dieser Stelle mit dem Sündigen. Und ich denke so, was ist jetzt das gemeint? Was soll das bedeuten? Wenn wir sündigen, ja, es passiert noch. Aber es ist nicht das Neue, das Gott geschaffen hat, das gekommen ist und von da aus Auswirkungen hat im ganzen Tempel, sondern ich sage jetzt, das ist da, was passiert. Da ist irgendwo der Fehler passiert. Nicht da drin. Aber wenn ich immer sage, das ist mein Ich und das bin ich, ja, dann hast du ein Problem. Aber du darfst wissen, das bist du da drin, von daher kommst. Die Idee vom Tempel ist das Allerheilige und begegnen mit Gott und da raus zu leben. Und das ist noch da im Moment, immer wieder. Die Mauer, das rundum unser Körper macht immer eigentlich das, was wir wollen und sollten und gerne würden. Aber in unserem Herzen merken wir eigentlich, wir würden es gerne anders haben. Und das ist genau die Diskrepanz, wo der Paulus nachher sagt, hey, das, was ich will, tue ich nicht und das, was ich tue, will ich nicht. Die Frage ist, wem das wir glauben. Wenn wir uns von außen her definieren oder von innen her? Von Christus her definieren oder von der Welt her definieren? Das ist so mal Grundlage schnell ausgebreitet. Der Paulus sagt in Römer 8, Vers 5, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Oder macht nichts aus dem Fleisch heraus, sondern aus dem Geist heraus. Ist das gemeint? Eben das. Lebt nicht von außen nach innen. Also, ja, ich bin halt so, ich halte so. Sondern geht andersrum. Lebt von dem Neuen, was du hast und bekommen hast. Und fang an, das, deiner Realität, die du erlebst, anzuheben. Es gibt eine Stelle, die ist mir ganz wichtig geworden für heute, die es zusammenfasst. Aus dem Johannes 19, Vers 30 heisst es, Jesus ist am Kreuz gehangen, hat noch ein bisschen Essig genommen und dann sagt er, es ist vollbracht. Dieser Satz ist, glaube ich, an dem heutigen Thema das Wichtigste. Wenn du an dich denkst, wer bist du? Es ist vollbracht. Damit hat Jesus gemeint, du bist neu gemacht. Dein ganze Ich ist neu. Du darfst das annehmen. Du darfst von daher denken und das verstehen, auch wenn das noch rundum da ist. Du bist neu gemacht und es wird verdrängen und es wird eines Tages dann fertig sein. Unser Körper ist sterblich auf dieser Welt. Der ist nicht so perfekt, wie er gemacht ist ursprünglich auf dieser Welt. Es darf nachher anders sein. Ja, wir sind immer wieder versucht und unsere Gedanken sind immer versucht, zum Bösen zu denken, zum Bösen zu tun, zum Falschen zu machen, zu unserer Lust nachzugehen. Das ist okay auf dieser Welt. Und es ist vollbracht, hat Jesus gesagt, ich weiss um das, was alles nicht vollkommen ist. Es ist okay, weil Jesus ist gestorben für all das. Darum sagt er, es ist vollbracht. Er sagt nicht, so, jetzt könnten wir eigentlich mal noch ausprobieren und vielleicht gelingt es euch, sondern es ist vollbracht. Wir müssen nichts mehr machen. Wir definieren uns gerne von unseren Taten, was ich gemacht habe. Habe ich jemanden umgebracht, bin ich ein Mörder? Habe ich etwas gemutet, habe ich jemanden gerettet aus dem Wasser, bin ich ein Retter? Das sind beides Taten. Und wir definieren uns aufgrund von dem. Von dem, was ich erlebe, was ich sage, was auch immer. Es ist falsch. Wir müssen uns nicht nach den Taten definieren. Beziehungsweise doch nach einer einzigen Tat.
nachdem es Jesus gemacht hat. Er hat uns neu gemacht und das ist vollbracht. Das ist das, was wir machen dürfen. Drei kleine Beispiele zum Abschluss. Wo, dass wir so falsch trainieren laufen können. Wir meinen, wir müssen uns rechtfertigen. Die Meinung der Menschen, oh ja, das ist richtig, dass du sagst, ja, weißt du, ich habe es nicht extra gemacht und da, bla, bla und was auch immer. Wir sind so viel uns am Rechtfertigen, wie wir das Gefühl haben, wir müssen erklären, dass wir okay sind. Ist auch mein Problem, wo ich immer wieder mich muss erklären und das Gefühl habe, ich muss zeigen, dass ich gut bin. Muss ich gar nicht. Er hat mich schon lange gut gemacht. Ich darf einfach das annehmen, was ist und sagen, ja, stimmt, das ist etwas gelaufen, was jetzt nicht so schön war. Ich hätte es anders wollen. Aber Jesus ist für das gestorben. Manchmal meinen wir, wir müssen überwinden. Und sagen, so, jetzt müssen wir da aber einfach mal trainieren, beten und probieren. Und, ah, oh, Jesus, schenk doch und mach doch bitte. Und wo wir in eine Stellung kommen, wo wir bei Jesus beten können. Oder beten, bitte schenk mir den Sieg über das oder über dieses. Ein Pastor aus dem asiatischen Raum, den ich mir nie, hat dann gesagt, viel zu oft haben wir die falsche Perspektive und wir kommen als Bettler zu ihm, zu Gott, anstatt als Sieger, den wir bereits haben. Wir sind doch Christus der Sieger. Du hoffst, dass du eines Tages vielleicht genug bist dabei, hast du es schon. Es geht vielmehr darum, dass wir darum beten, dass Gott uns die Augen auftut, was er uns schon alles geschenkt hat. Also, dass wir bitten müssen, was er alles sollte, könnte machen. Wir dürfen durch Christus als Sieger unterwegs sein. Ich weiss, es ist schräg. Und das ist manchmal im Verstand nicht immer erfassbar, weil es eine geistliche Dimension ist. Aber ich merke im Herzen, wirst du merken, um was es geht. Dass wir bereits den Sieg haben und das dürfen anheben in aller Unvollkommenheit. Das Thema Einheit ist auch so schön. Wir meinen immer wieder, wir müssen Einheit schaffen. Wir müssen miteinander eins sein. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen das nicht mehr machen. Jesus hat alles schon gemacht. Wenn wir eine Einheit schaffen, dann entsteht nur eine Gleichheit. Weil wir müssen unsere Meinungen abgleichen. Wir müssen die gleiche Meinung haben über das Abendmahl, über die Lehre, über die Bibel, über was auch immer. Wie dann können wir Einheit sein? Sonst nicht, haben wir das Gefühl. Wenn aber Gott kommt und er die Einheit geschaffen hat, haben wir die Einheit. Unabhängig von dem, was wir alles denken, meinen und glauben. Weil wir müssen nicht auf der seelischen Ebene die Einheit schaffen, wir haben sie geschenkt über vom Geist. Er gibt uns die Einheit durch seinen Geist, weil wir alle den gleichen Geist haben. Nicht, weil wir alle die gleiche Meinung haben. Und das ist komisch für unseren Mensch. So, was, wir sind in gleicher Meinung und doch eins? Ja, das geht. Und das ist genau das, was Gott gemacht hat. Er hat Einheit geschaffen und wir dürfen einfach trainieren stehen und sagen, hey, wir haben die Einheit, auch wenn wir verschiedene Meinungen haben. Wie können wir umgehen damit im Alltag? Ich habe nur einzelne Beispiele angetippt, aber dein Alltag ist so viel anders als das, was ich antippe. Ich habe zwei Sachen zum Vertiefen. Das eine ist ein Papier, das ich hineingelegt habe. Wer will, kann es mitnehmen, vier Seiten, ich kann es auch digital geben. Die letzte Seite finde ich etwas ganz Wertvolles, wo einfach ein Zuspruch ist, von Gott her, was bist du alles? Und ich merke, mir tut es gut, das immer wieder vorzunehmen und zu sagen, ich bin gerettet, ich bin gerechtfertigt, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin geheiligt, ich bin ein Kind. Und das nicht so appelliert wie ich jetzt, sondern dass einfach mal darüber nah sind. Was heisst das? Vorne durch geht es noch mehr ein bisschen Thematik hin zu verschiedenen Themen, wo man wie ein bisschen, hey, wie geht es in diesem Thema rein, woher habe ich die Identitäten, wo nicht, etc. Das ist die eine Hilfe. Weil ich glaube, es lange nicht, dass es gehört, sondern es geht darum, das zu ergreifen. Die zweite Hilfe kennt ihr auch schon, möchte es aber sagen. Wort allein, Predigt allein, das Wissen allein nützt überhaupt nichts in diesem Thema. Es nützt nichts, wenn du zugelassen hast und verstanden hast, sondern es geht darum, dass dir Jesus begegnet. Und nur in dieser Begegnung verstehst du, was Jesus dir zu deinem Herz sagt. Und das kann ich nicht machen. Das ist das, was der Heilige Geist macht, der kommt und zu dir redet. Nur er kann das produzieren im Herzen. Das heisst, wenn du dich fragst, wer bist du, oder du bist unruhig im Herzen oder gestresst, dann brauchst du Jesus, dann brauchst du den Heiligen Geist, der anfängt zu dir zu reden, wer du bist. Und das ist das Gebet, das man ihm fragt. Und manchmal immer wieder darum ringt. Weil es wird ihm gerne manchmal geraubt. Aber
Das sind die beiden Hilfen, die ich geben kann. Hey, schau die Bibel an, was sie alles sagt. Und frag Jesus selber, dass er zu dir kommt und dich ergreift.